Ne, der ist zu jung dazu. Da muss er sich mal richtig dafür interessieren. Ein Buch schreiben kann jeder. Ich finde es sehr provozierend und sehr falsch und würde ihm gern widersprechen. Es ist auch nicht so wichtig, ob es absolut perfekt geschrieben ist. Wichtig ist, dass wir wieder aufgerüttelt werden, über das Thema nachzudenken. Sein Buch steht seit Wochen im Kreuzfeuer der Kritik. Daniel Jonah Goldhagen, 37, Soziologe aus Amerika. Jetzt stellt er sich seinen Kritikern und dem deutschen Publikum. Es geht um die Frage, waren die Deutschen Hitlers willige Helfer? Vorbereitung für die 19. Aschaffenburger Gespräche. Der Provokateur auf dem Prüfstand. Noch nie hat ein einzelnes Buch über den Holocaust so viel Emotionen geweckt. Sicherheitsstufe 1. Daniel Goldhagen wird rund um die Uhr von Bodyguards begleitet. Er selbst gibt sich überrascht. Nein, niemals hätte ich erwartet, dass es eine so ungeheuer intensive Reaktion gibt auf das Buch. Man konnte nicht davon ausgehen, dass ein Buch so intensiv und gründlich diskutiert werden würde, Monate noch bevor es überhaupt erscheint. Ganz abgesehen einmal von der Reaktion jetzt, seit das Buch heraus ist. Die Diskussionspartner von Daniel Goldhagen in Aschaffenburg. Erich Mende, Weltkriegsoffizier und Vizekanzler außer Diensten. Ralf Giordano, Schriftsteller. Die Historiker Arnulf Baring, Klaus Hildebrand und Hans Mommsen. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich stinkig. Also ganz tief auf meine Eltern, ne, die immer so tun, als wenn sie von nichts gewusst hätten. Ich glaube, dass dieses Buch latent vorhandenen Antisemitismus hier in Deutschland befördern wird. Ich glaube, es ist ein sehr engagierter Schriftsteller und hat auch wunderbar recherchiert alles. Ich bin schon ziemlich gespannt, wie das jetzt mit der Diskussion, wie das geht. Die Erwartungen sind also hoch gewesen, heute hier in diesem Saal, in dem sich Daniel Goldhagen dem Publikum und seinen Kritikern gestellt hat. Dieses Buch hier ist der Stein des Anstoßes. Gewiss die meist umstrittene, meist verkaufte und vielleicht sogar auch meist gelesene Doktorarbeit aller Zeiten. Hitlers willige Vollstrecker. Die These dieses Buches ist so schlicht wie provokant. Die Deutschen in der Nazizeit seien allesamt mörderische Antisemiten gewesen, die den Völkermord an den Juden begeistert mitgetragen hätten. Ist das maßlos übertrieben oder waren wir ein Volk von potenziellen Mördern? Darüber haben wir heute hier in diesem Saal vor 1000 Menschen diskutiert. Es gibt zwei Problembündel. Das eine betrifft die Täter. Wer waren die Täter? Haben sie bewusst und willens gehandelt? Und wenn ja, warum? Eine Reihe von Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die zweite Frage betrifft die Öffentlichkeit in Deutschland, etwas allgemeiner betrachtet. Wie war Ihre Einstellung zu den Juden? Was dachten Sie über das, was bereits in den 30er Jahren mit den Juden geschah? Diese offene Verfolgung, die jeder mitverfolgen konnte. Was wussten Sie über die Auslöschung? Und was halten Sie von dem grundlegenden kriminellen Charakter des Regimes, das sich ja auch auf Gruppen weit über die Juden hinaus erstreckte, zum Beispiel Sklavenarbeit und das Bestehen von KZs in ganz Deutschland? Ich bin der Auffassung, dass die deutsche Gesellschaft sich kennzeichnen ließ durch einen virulenten Antisemitismus. Nicht bei allen Deutschen, natürlich gab es Leute, die sich davon distanzierten. Und diese Menschen waren ebenso wie die, die letztlich in den Tötungsinstitutionen landeten. Und wenn sie dort gelandet wären, hätten viele von ihnen dasselbe getan, was auch die Täter getan haben. Ich habe den Eindruck, dass Sie sich etwas vorsichtiger ausdrücken, als Sie es in dem Buch geschrieben haben. Herr Mende, Sie müssen sich von Herrn Goldhagen ja doppelt angesprochen fühlen, als ganz gewöhnlicher Deutscher und Soldat in Hitlers Wehrmacht. Ein williger Vollstrecker, waren Sie das? Ich bin tief betroffen, dass Herr Goldhagen dieses Buch so geschrieben hat, denn es setzt das deutsche Volk erneut auf die Anklagebank einer Kollektivschuld
obgleich er ausdrücklich eine Kollektivschuld im Text ablehnt, spricht er doch auf jeder, fast jeder Seite von den Deutschen. Das heißt, er generalisiert, wie es ihm sein Kollege Friedländer, 83 Jahre alt, Historiker aus Israel, schon vorgeworfen hat, wie ihm Ignaz Bubis vorgeworfen hat, er generalisiert und spricht von den Deutschen, damit statuiert er eine neue Kollektivschuld, nachdem wir eigentlich nach dem Eichmann-Prozess 1961 aus Konrad Adenauers Mund im Fernsehen ja die Differenz entnehmen konnte zwischen den Verbrechern, die für diese schrecklichen Morde an den europäischen Juden verantwortlich sind, einerseits, und dem deutschen Volk andererseits, damals gemacht hat Konrad Adenauer. Und Adenauer sagte, wir müssen alles tun, um aufzuklären und um die Verbrecher der gerechten Strafe zuzuführen. Aber Adenauer verwahrte sich dagegen, das ganze deutsche Volk zu identifizieren mit dem, was leider im Holocaust geschehen ist. Herr Giordano, ich habe gelesen, dass Sie Soldaten für Mörder halten. Sie kennen diese aktuelle Diskussion, Sie haben das auch geschrieben, vor allem die in Hitlers Wehrmacht. Ich habe den Ausschnitt auch da. Ein Soldat in Hitlers Wehrmacht, ist das ein Prototyp des willigen Vollstreckers im Sinne von Goldhagen? Nein, also so wie Sie es sagen, habe ich es nie gesagt, Soldaten sind Mörder, so generell. Ich denke, in Deutschland hat faktisch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht die These von der deutschen Kollektivschuld triumphiert, sondern die These von der deutschen Kollektivunschuld. Und das ist genau das, was Herr Mende mit dem gebührenden Respekt vor seinem eisgrauen Haar, aber meine sind in der Zwischenzeit mit meinen 73 Jahren auch etwas ergraut, gesagt, dass die Forderung nach Differenzierung kann nur richtig sein. Aber ich sage, als Überlebender des Holocaust, als einer, der als Jude am 30. Januar 1933 10 Jahre alt war und bei meiner Befreiung am 4. Mai 1945 in Hamburg durch die 8. britische Armee sage, das, was auf dem Bild da, was Sie da sehen, das war das Exemplarische, meine Damen und Herren. Und die Forderung nach Differenzierung darf nicht dazu führen, das Exemplarische, das Typische, das exemplarische Mehrheitsverhalten zu vernebeln. Erstens. Zweitens darf ich sagen, der verbrecherische Charakter des Nationalsozialismus wird nicht erst bei Kenntnis des Holocaust, des Völkermords an den Juden im deutsch besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges erkennbar, sondern schon lange vorher. Herr Baring, die meisten... Oder viele Ihrer Zunftkollegen haben sich zu diesem Buch ja schon geäußert. Sie wollten warten, bis Sie es gelesen haben. Sind Sie denn durchgekommen? Selbstverständlich, ja. Ja, sicher. Ich habe große Schwierigkeiten mit dem Buch wie mit dem Mann. Und zwar, weil er ja ausgemacht leise, höflich, charmant auftritt. He speaks with a soft voice. Man ist sehr von ihm eingenommen. Er gibt auch in der Diskussion ohne weiteres zu, dass das Buch Schwächen hat, dass es Mängel hat, dass vieles nicht behandelt ist. Und dann lese ich am nächsten Tag, und das hat mich für alle meine Zunftgenossen inzwischen in helle Wut versetzt, dass er davon spricht, das sei nur verletzte Eitelkeit. Es gäbe keine einzige Kritik, die er nicht bereits vor dem Schreiben seines Buches berücksichtigt habe. Er habe eine radikale Revision der bisherigen Forschung erreicht. Das ist ein starkes Stück, denn ich habe, als ich Ihr Buch las, Herr Goldhagen, daran gedacht, dass mein publizistischer Lehrer, einer meiner publizistischen Lehrer, war Walter Dirks. Und als ich mit meinen ersten Artikeln bei ihm ankam, sagte er, wissen Sie, Herr